Willkommen zu einer weiteren Folge von Spellforce 3. Wir haben es geschafft. Wir haben hier die Orks besiegt, die uns sehr, sehr, sehr hart zugesetzt haben. Und jetzt können wir zu Maat zurück. Ist da Maat oder ist das aber nur der Rang Maat? Hier steht, geht zur Maat zurück. Ja, ist wahrscheinlich so. Ja, zu dem kämen wir zumindest zurück. Und dann sagen wir ihm, wir haben es geschafft. Und dann wird er uns bestimmt die Führung übergeben. Und dann können wir da unsere Sachen machen. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass das so passieren wird. Ich habe mich um die Orklager gekümmert. Schwachsinn! Ihr? Ganz alleine? Ach, drauf geschissen! Ist mir egal! Nie im Leben werde ich einen Fremden meine Milizen übernehmen lassen! Nicht für eine verfickte Minute! Jetzt zischt ab! Den Namen deines Vaters einsetzen. Das würde ich jetzt nicht so unbedingt machen, weil wir machen mal hier den zweiten Punkt. Ich weiß nicht, ob der erste Punkt uns richtig harte Probleme bringt. Maat, wir hatten eine Abmachung. Nein, die hatten wir nicht. Ich sagte, ich werde darüber nachdenken, euch zu rekrutieren. Und das habe ich getan. Und mein Entschluss ist, dass ihr euch verpissen sollt. Denn ich habe zu tun. Alles klar. Ich denke, wir gehen jetzt am besten. Ich kenne Männer wie ihn. Er fürchtet sich davor, dass du dich als besserer Anführer herausstellen könntest und deshalb schlägt er um sich. Ein Klassiker. Was? Das stimmt nicht, ich. Ach, drauf geschissen. Wenn ihr und Clara wirklich denkt, ihr könnt das besser als ich, dann gut. Aber erwartet nicht, dass ich hier bleibe, während ihr meine Männer in den Tod schickt. Dreckswichser, alle miteinander. Ja! Und dann Maat hat eure Gruppe verlassen. Ihr habt es also tatsächlich geschafft, Maat zu überzeugen. Ich bin beeindruckt. Auch wenn es eine Schande ist, dass er uns verlassen hat. Er war mal ein guter Mann, wisst ihr? Aber als das mit seiner Tochter passiert ist, das hat ihn einfach gebrochen. Was ist mit seiner Tochter passiert? Reden wir nicht darüber. Es tut nichts zur Sache. Aber wie dem auch sei, ich bin froh, dass unser Plan aufgegangen ist. Jetzt sorgt dafür, dass ich es nicht bereue. Ich werde die Dorfbewohner wissen lassen, dass ihr jetzt das Kommando habt. Gut. Ich werde einen Angriff auf die Orks vorbereiten. Ja, und eines noch. Vergesst nicht, was auf dem Spiel steht, in Ordnung? Diese Truppen, die ihr in die Schlacht schicken werdet, sie sind Söhne, Töchter, Brüder und Schwestern. Und sie werden euch vertrauen, weil ich es tue. Ich werde mein Bestes geben. Seht zu, dass das ausreicht. Und wir sind im Baumodus. Somit, Ah? Kommandant? Das ist schon eine ordentliche Zahl, die wir haben. Aber ich glaube, wir brauchen noch mehr. So, wie sieht's denn aus? Haben wir hier... So, genau. Das brauchen wir einmal. Und was auch noch ist... Ist ja... Ah ja, gut. Da werden die Gebäude eingeblendet. So ist das gut. So, wir haben Arbeiter 10 Stück. Die Holzfällerhütte hat keine. Ich frage mich auch, warum überhaupt wir hier eine Holzfällerhütte haben, wenn hier überhaupt kein Holz in der Nähe ist. Doch da... So, wir hauen nochmal 2 rein. Wir brauchen Holz. Wir brauchen... Was können wir denn herstellen? Brandmeister, ja, Holz, okay. Brauchen eine... Haben wir hier nicht irgendwie was... Ein Fleisch oder so? Ne, können wir theoretisch... Können wir nicht, ne? Naja. Okay. Bitte?
Mal gucken. Irgendwo haben wir doch bestimmt Fleisch. Ja, hier haben wir Fleisch. Noch nicht viel, ne? Ja, hier müsste man eine Jagdhütte mal hinbauen. So, hier bauen wir mal eine Jagdhütte hin. Dann haben wir noch ein bisschen Fleisch, dann können wir Leute rekrutieren. Und wir brauchen einen weiteren... Oh, hier macht es mehr Sinn. Ja, das ist ein guter Ort. Das macht ja hier viel mehr Sinn, das sicher jetzt ist. Hier ist richtig hart wie Fleisch. Der Außenposten wurde errichtet. Unsere Grenzen haben sich erweitert. Jagdhütte... Jagdhütte bitte hin. Dann upgraden. Wir müssen mehr Holz sammeln, Kommandant. Ja, aber das wird ja... Das wird ja transferiert. Holz wird ja transferiert. Ist ja kein Problem. Wir bleiben hier unten. Wir haben ja hier eine Holzfällerhütte. Wir sammeln ja Holz. Wobei Holz einfach wahrscheinlich gesammelt wird von Bäumen, ne? Also einfach so... Ne? Ich gehe mal mit meinen Leuten hier hin. Ah, das ist irgendwie drei Holz. Schauen wir uns das mal an. Hier ist ein Holz, hier ist zwei Holz. Was sind das für Werte? Ich meine, gut, wir haben hier Bäume. Die hacken einfach Holz von Bäumen und fertig ist. Was ist das für ein Wert? Ein Gebäude wurde errichtet. Ein Gebäude wurde errichtet. Super. So, dann bauen wir hier Fleisch ab. Ja... Ah, shit. Okay, ein Gebäude wurde errichtet. Was für ein Gebäude? Achso, das Upgrade hat wahrscheinlich funktioniert, ne? Jetzt brauchen wir aber doch trotzdem noch mehr Holz. Worum geht's? Achso, okay. Ich dachte, man könnte dann quasi looten. Das Holz, was ist, aber das scheinbar nicht. Hacken jetzt hier einfach das ganze Holz ab. Das ist schon ganz in Ordnung. Okay. Das ist echt ein Problem, ne? Kein Posten, kann auch nichts herstellen. Ein Gebäude wurde errichtet. Okay, jetzt ist das fertig. Das ist super. Das heißt, Fleisch-Income haben wir. Brauchten halt einfach auch ein gutes Holz-Income. Dann müsste mich auch nochmal... Wenn ich hier mir so einen Bauernhof oder so... Blaupause brauchen wir dafür. Können wir noch nicht. Wachturm. Steinbruch. Wir müssen eigentlich hier nochmal eine Holzfällerhütte hinbauen. Ach so, rohes Fleisch, Insekte verblieben. Da sieht man, wie viel... Ah, okay, interessant. Da sieht man, wie viel Fleisch noch im Sektor verblieben sind. Das heißt, dass die Jagdhütte, die eine Jagdhütte, komplett den ganzen Sektor einnimmt wahrscheinlich. Das ist interessant. Das wusste ich jetzt so noch nicht. Na dann, los geht's. Kann man nämlich gucken. Ah, okay, das wusste ich jetzt so noch nicht. Ein Gebäude wurde errichtet. So,
Aber jetzt haben wir hier zumindest Holz. Ist der Holzinkam natürlich noch ein bisschen höher. Und hier haben wir jetzt die ganze Zeit das Fleisch. Das wird natürlich dann rüber transferiert, wenn wir dann Leute bauen. Ja. Das wird ein Meisterwerk. So, da würde ich, hier würde ich dann meine Leute mal hinschicken. Haben wir eine Kaserne? Keine fucking Kaserne, ne? Wir haben ja hier gar nichts. Brandmeister, ja, was können wir mit einer Kaserne machen? Kaserne bildet einfache Militäreinheiten aus. Aber wir müssen doch eigentlich eine Kaserne haben, weil ansonsten könnten wir doch gar nichts bauen, oder? Das ist weird. Bau mal eine Kaserne vorsichtshalber, das prüfen wir mal. Ja, oder auch nicht, weil ich habe nicht so viel Holz. Zack, zack, Männer, an die Arbeit. Das Herstellen der Einheiten dauert ja auch eine halbe Ewigkeit, ne? So, okay. Wir werden angegriffen. Geht. Wo denn? Da, okay. Also, wie ist der Plan? Da, Nis. Macht euch bereit. Gehen wir es an. Diese Wichser hier töten. Macht euch bereit. Ach ja, so war das ja immer, ne? Ja. Dass wenn wir die Leute produzieren, dass dann ja immer drei rauskommen. Ja. Die spawnen ja auch mal neu. Ich weiß nicht, wie oft die noch spawnen können. Würde ich auch nur 6 Mal geht. Oder ob die es aber unendlich lange können. Wir haben 25 Holz. Das ist schon ganz viel. Wir können ja, glaube ich, auch Wachturm bauen. Da können wir nicht. Wir brauchen Stein. Hier haben wir keinen Stein. Da gut, dann können wir dann den Wachturm auch nicht vergessen. Alles klar. Dann mal. Aber ich würde trotzdem irgendwie. Ja, das sollte klappen. Eine Kaserne wäre schon nice, ne? So viel zu tun, so wenig Zeit. Dauert nur eine Sekunde. So viel zu tun, so wenig Zeit. Auch mal ein paar von denen hier. Alles klar, dann mal los. Kommandant, zu Befehl. Huch, ja, ne, hier einmal so. Ist? 40 von 45, ich weiß nicht. Ah ja, doch, wir können die Bevölkerung erhöhen, indem wir neue Sektoren einnehmen. So ist es ja hier, das ist immer so total verwirrend, aber wenn wir 45 haben, dann müssen wir mal so einen Angriff wagen. Weil was sollen wir denn noch machen? So, Kaserne wird gebaut. Holz Income haben wir noch. Ein Gebäude wurde errichtet. So, was können wir jetzt in der Kaserne machen? Ah! Okay, hier können wir noch ein paar mehr Leute bauen dann. Die wir hier nicht bauen könnten. Aber wir können die nicht bauen, weil wir die Blaupause nicht haben. Okay, aber es wäre theoretisch möglich. Warum ist das auf 100 und es geht nicht weiter? Ja,
Bevölkerung benötigt 6. Okay. Wir können nicht mehr bauen, weil wir haben. Wir haben das Bevölkerungsniveau. Okay, dann machen wir mal F5. Und dann gehen wir mal. Alles da lang? Bisschen hier weiter. Ich weiß halt nicht, von wo sie kommen. Ja. Gut. Hier haben wir Stein. Wird schon schief gehen. Na dann. Komm mal hin. Gehen wir es an. Fuck. Ja, okay, die werden nachgebaut. Wie ging das denn? Da müssen wir wieder ein bisschen aufstocken. So, was ist Macht Boden euch bereit. Tot? Gut. So. Einmal bitte hier oben hin. Ich komme irgendwie von hier oben, aber wir können ja zumindest trotzdem schon mal versuchen, diesen Sektor einzunehmen. Warum nicht? So, einmal zack. Wir haben die jetzt im Endeffekt gekillt. Erstmal, das heißt, die respawnen erstmal und müssen dann erstmal wieder gucken. Dann dauert es ein bisschen, bis sie wieder kommen. Wenn wir den Sektor hier erstmal so einnehmen. Einmal schwupps, einmal Sektor einnehmen. Und dann können wir hier nämlich mal einen Steinbruch bauen. Der Außenposten wurde errichtet. Unsere Grenzen haben sich erweitert. So, wir wollen. Upgraden könnten wir aber. Steinbruch. 100. Ja, ist also völlig egal, wo wir das Insektor hinbauen. Irgendwo, das ist immer 100. Aber natürlich macht es Sinn, an die Stelle zu bauen, wo der Steinbruch ist, weil der Laufweg dann nicht so lang ist. Aber da würde ich das dann hinbauen. Ja? Erstmal. Klingt gut. Okay, wir stellen es mal hier hin. Dadurch bekommen wir hier nämlich noch ein paar Männer. Weil wir ja den Sektor. Hier einen neuen Sektor haben. Können wir hier auch erweitern? Nee, okay, den Außenposten. Im Außenposten können wir das nur machen, wenn wir eine Blaupause haben. Das ist so weit sind wir im Spiel noch nicht. Okay. Ich weiß es nicht, von wo die kommen noch. Aber wir müssen da hoch. Wahrscheinlich kommen die wirklich nur von oben. Und nicht irgendwie noch von der Seite. Ein Gebäude wurde errichtet. Ja, gut. Kommen wir. Oh, der macht mir. Oder? Elfischer Kurzbogen. Los geht's. Ja, klar Text. Ja, das sollte klappen. Dauert nur eine Sekunde. So viel zu tun, so wenig Zeit. Und der Kurzbogen ist. Wir werden angegriffen. Oh shit, der Stecker. Guter Plan. Wird schon schief gehen. Gehen wir es an. Wir werden angegriffen. Ah!
Mhm. Sicher doch. Nein! Angriff! Macht euch bereit! Alles klar, dann mal los. Ich glaube, der kommt wieder, der Holzfäller. Na dann. Aber was ist mit dem anderen? Was ist mit dem anderen Heini hier? Ist hier gar nicht gekommen. Das ist natürlich jetzt ganz ungeil, aber gut. Ich glaube, der kommt wieder, der Holz, der eine Holzfäller. Dann glaube ich nicht für immer tot. Oder? Weil, wäre ein bisschen komisch, oder? Ich meine, ich kann ja keine Leute wieder produzieren. Verdammter Regen. Kann ich... Hat keinen Sinn. Wie kriege ich denn... Ah, jetzt ist er wieder da. Okay, ja doch, die kommen wirklich wieder. Aha. Zack, zack, Männer. An die Arbeit. Okay, ich habe einen... Ich habe einen Bogen. Einen besseren, der macht 5. Damage pro Sekunde. Krass. Ich kann den Kompositbogen nicht benutzen, weil G6 hat sie nicht. Geschicklichkeit. Ah, sie könnte einen orkischen Schamanenstab benutzen. Warte mal. Ich hätte sowieso keine Schießkunst, ne? Keine Schießkunst? Warte mal, was ist, wenn ich ihr den Stab anlege? Oder warte mal, wenn ich ihr jetzt doch den Bogen... Kann ich den Stab? Ne, sie kann den Stab. Okay, cool. Dann legt sie mal den Stab an. Mal gucken. Und dann weiße Magie, Schießkunst, arkane Schießkunst. Alles klar, dann mal los. Ja, mal sehen, ob das was. Das was macht. Mach mal hier kurz eine 5 und dann gehe ich mal hier hoch. Gut. Da lang? Alles klar. Ich grade mal hier das kurz ab, den Posten. Damit ich dann eventuell hier ein bisschen was bauen kann. Ich könnte ja... Was? Sie werden fallen. Blankiert sie! Gehen wir es an. Ah ja, sie kann die also. Was, sie kann hier die Fähigkeit nicht mehr benutzen. Ja, gut, dann kann ich auch ein bisschen heilen. Mit weißer Magie und so weiter und so fort. Aber dann würde ich sagen, wird sie hauptsächlich auf die Magie. Guter Plan. Ding gehen. Ein Gebäude. Weil ich kann ja auch so Sachen machen wie Feuerball schießen. Eventuell ist es vielleicht für mich besser, wenn ich den benutze. Verstanden. Wird schon schief gehen. Ihr habt euch die falschen Feinde ausgesucht. Ja, das hatte tatsächlich die falschen Feinde. So, wir werden jetzt mal hier. Worum geht's? Das ist alles total falsch. Weil die kann nämlich jetzt. Macht euch bereit. Sie werden. Die kann nämlich jetzt. Also Magierstab. Aber das bringt ihr ja eigentlich nichts. In Ordnung. Ja, ein bisschen. Gehen wir es an. Ja,
Der macht schon echt Schaden. Einer unserer Helden wurde getötet. Okay, holy shit. Das müssen wir nochmal. Das müssen wir anders angehen. Ihr seht jetzt gerade kurz ein Standbild. Ich bin gerade im Ladescreen dran. Der macht gerade Cleaning up, dann bleibt das Spiel mal so ein bisschen hängen. Das ist uncool. Nachdem Alot Iskander für seinen Verrat an der Krone hingerichtet wurde, fielen seine Lande in Anarchie. Auf eurer Reise begegneten euch zahlreiche Gestalten. Hagere Menschen, die euch Gräuelgeschichten erzählten, von desertierten Soldaten und Banditen. Irgendwie müssen wir das da hinkriegen, dass wir da... Klingt gut. Muss mal kurz gucken, was mit dem Stab ist. Ne? Also ich meine, wir haben Elementarismus. Es ist für uns mega nice, einen Stab zu haben. Vor allen Dingen, weil wir hier... Na gut, das sind Resistenzen. Aber es ist mega nice, für uns einen Stab zu haben. Es ist eigentlich eher so, dass wir Magier sein müssten. Und hier die Schießkunst. Ne? Also wir müssen eher in diese beiden Sachen die Schießkunst bauen. Ne? Das ist eigentlich so das Ding. Wir werden da oben angegriffen. Okay, ja, gut. Da gehen wir jetzt gleich hin. Gut. Befehl? Wir haben übernommen. Ja. Befehl. Wird schon schief gehen. Ja, das sollte klappen. Guter Plan. So, ich will jetzt kurz in den Inventar gucken, wenn ich da jetzt reingucke und den Stab jetzt mal anschaue, dann brauche ich Int 4 und Will 1. Okay, ich hätte einen Punkt auf Intelligenz machen müssen, anstatt auf Willenskraft, dann könnte ich den Stab benutzen. Haben wir nicht hier den Trank des Umskillens? Zack, zack, Männer. An die Arbeit. Na dann, los geht's. Also, wie war das nochmal bei... Okay, also zumindest Willenskraft 1... Hier 4, da 3, da 3, dann machen wir hier auch nochmal 4. Das wird ein Meisterwerk. Ja, das sollte klappen. So. Alles klar, mal los. Das übernehmen. Dann können wir den Bogen nicht mehr nutzen. Das ist aber egal. Dauert nur eine Sekunde. Dann legt sie den ab. Wir legen den Stab an. Wir werden jetzt so Magier. Und sie kann dann Werk 1 Geschicklichkeit 5. So viel zu tun, so wenig Zeit. Ups, das habe ich mir fallen gelassen. Na. Inventar. Sie anlegen. Wobei, können sie auch nochmal resetten. Aber wie sieht es denn bei ihr aus bei der Skillung? Genau, sie hat nichts auf Schießkunst. Da müsste sie aber was rauf haben. Obwohl da, Arkane Schießkunst, da hat sie Sachen drauf. Bisschen Heilung schadet ja nicht. Aber ansonsten jetzt nur noch auf Schießkunst. Wobei, ich könnte sie auch nochmal resetten. 4, 5, 3, 5.
Wir machen das auch nochmal, dass wir hier besetzen. Klar, dann mal los. Zack, zack, Männer. An die Arbeit. Hä? Dauert nur eine Sekunde. Nee. Nutzen, so. Dann machen wir bei ihr... Wir... Wir werden angegriffen. Das kriegt ihr schon hin. Vier. Was brauchst du hier für den Superbogen? Stärke 1, Geschicklichkeit 5. 5. Ja, machen wir das so, ne? Und dann skillen wir... Da so rein, das speichern wir. Ein bisschen Umskillung. So, jetzt haben wir hier so ein bisschen Feuerbälle bei ihr und die hat so ein bisschen... die hat so ein bisschen... Das sind sogar Boni, okay. Das hat sie, das hat sie. Warum hat sie das hier nicht? Wieso kann sie das hier nicht? Achso, kann sie hier. Ich würde eher sagen, dass wir die Fähigkeit hier drin haben wollen. Ja, so machen wir das. Alles andere läuft ganz gut. Ja, guck mal, da habe ich jetzt ein bisschen umgeskillt. Dann werde ich jetzt zum Magier. Und dann läuft es. Oh shit, unsere Basis ist eigentlich. Oh nein, oh nein. Na dann, wird schon schief gehen. Angriff! Na dann, los geht's. Macht euch bereit. Ja, hier ist alle. Der Sektor hat kein Fleisch mehr. Was ist? Ja, dann würde ich mal sagen, ich mache in der nächsten Folge weiter. Das ist ein bisschen umdisponieren, das, ne, aber dann würde ich sagen, wir machen das so. Der Sektor hat keinen Stein mehr wahrscheinlich, oder? Ja, das sollte klappen. Nee, das Lager ist voll. Okay. Das Lager ist voll. Hier müssen wir ein bisschen umdisponieren und machen jetzt hier einmal Jagdhütte. Guck mal, hier können wir 150, alles klar, dann platzieren wir die irgendwie hier so in die Ecke. Ja, würde ich mal sagen. So, da. Klingt gut. Und dann. Gucken wir bei unserer. So viel zu tun, so wenig Zeit. Warum wird mir das jetzt hier nicht mehr angezeigt? So. Gucken wir hier und bauen nochmal. Achso, da ist noch was. Da sind noch ein paar Auftrag. Machen wir das so. Alles klar. Okay, so langsam kriegst du einen Flow in diesen Baumodus rein. Ich würde sagen, wir gucken nochmal. Wir warten nochmal so ein... Wir warten nochmal so ein Rush von den Gegnern ab und dann würde ich sagen, rushen wir die. Das ist geil, das ist ein bisschen überlänger, aber das ist geil. Jetzt habe ich sie so ein bisschen umgeskillt, habe jetzt mich zum Magier gemacht, weil ich halt, wie gesagt, ich habe zwei Magierbäume. Ein so ein Bogengedöns, so ein Fernkampfbogending, den ich nicht brauche. Da hätte ich eigentlich noch Nekromantie vielleicht mit reinnehmen können. Das wäre dann natürlich auch geil, aber ist es auch erstmal egal. Dann würde ich sagen, dass wir vielleicht, wenn wir da noch ein bisschen was übrig haben, dann die Führungskraft dann eher nehmen. Okay, das ist noch ganz cool. Und die andere, die hat halt, dann geht dann mehr in Bogen rein, somit
ist das dann mit dem Bogenproblem erstmal nicht so. Da kann sein, dass wir dann vielleicht nochmal eine Magierin bekommen. Aber ich würde halt sagen, wir haben jetzt einen Bogenschützen. Wir haben jetzt noch einen Magier, das bin ich. Und dann vielleicht auch noch ein paar Nahkämpfer, wären auch mal ganz geil. Aber wenn wir dann noch ein paar Leute dazu bekommen. Ich glaube, es gibt irgendwie eine Situation, wo wir uns Leute aussuchen können. Außerdem, wenn wir dann so viele in der Party haben, dann können wir ja natürlich auch noch, wenn wir irgendwo anders hinreisen, unsere Party so ein bisschen gestalten, wie beim Mass Effect und bei, ne, hatten wir ja schon mal die Situation. Auch hier gehabt. Diesen Menübildschirm, wo wir dann unsere Party zusammenklicken mussten. Das ist schon alles ganz cool. Und so, glaube ich, klappt das besser, als wenn wir jetzt beide auf Bögen gehen. Würde ich sagen. Okay, dann schauen wir uns das Ganze an, wie das dann so läuft jetzt. Ein Angriff warte ich noch ab, dass die Ganzen nochmal kommen, dass wir die nochmal umbringen, damit die nochmal hier in dem Respawn-Modus kommen. Und dann versuchen wir nochmal das Lager da bei denen anzugreifen. Was anderes bleibt uns jetzt ja nicht mehr übrig. Wobei wir können nochmal ein bisschen unsere Sektoren erweitern, aber ja, weiß ich nicht, ob das jetzt noch so. Ich glaube, wir versuchen das einfach nochmal. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.